Postplatz angekommen, baut das Team vom OK Speyer die Kulisse für die Moderatoren und die Technik für das weitere Filmen des Rätselfestumzugs auf. Damit alles sicher verwahrt ist und keiner aus Versehen ins Bild läuft, sperren wir alles ab. Jeder hat seine Rolle und weiß, was er zu tun hat. Die Kulisse ist fertig und jetzt geht's ans Verkabeln. Auch bei der Arbeit darf der Spaß nicht fehlen. Die Aufgabe ist recht flott verlaufen. Also wir haben im Ganzen 4 Kameras aufgebaut. 3, die feststehen, eine, die mobil läuft. Dann natürlich fürs Wetter auch ein Pavillonzelt, dass die Technik nicht nass wird. Die Moderatoren haben zumindest einen großen Sonnen- oder Regenschirm, je nachdem, wie man das sieht, aus welcher Perspektive. Okay, also du meinst, es geht alles glatt heute? Technisch dürfte es glatt gehen, ob es mit dem Wetter so glatt geht, das weiß man nicht. Das liegt nicht in unserer Hand. Jetzt, wo alles fertig ist, kann es ja losgehen. Okay, Kamera 1, jetzt mal die Zuschauer näher nehmen. Okay, auf die Kamera 2, der Franz übernimmt. Achtung, okay, schön die Nahaufnahme, den Musiker mit der Trompete. Ja. Wir machen eine Live-Abmischung, das heißt also, die 4 Kameras sind jeweils drin. Die Kamera 2 ist oben im ersten Stock. Sie nimmt also den Blick in die Bahnhofstraße auf. Dann haben wir die Kamera 2, da ist der Franz Ganninger dran, eher die Nahaufnahmen von den Zugleuten. Die Kamera 3 hat die Moderatorin drin und die Kamera 4 wird noch später eingeschaltet. Die ist mobil, um Bilder im Zug zu machen, um Interviews im Zug zu machen. Hier habe ich Kamera jetzt auf die 2 und stelle auf die Vorschau, dann kann ich eine weiche Blende setzen oder auch einen harten Schnitt machen. Und ich sage dann auch Regieanweisungen, also Achtung bitte, die Kamera 1 jetzt ein bisschen näher dran, dann geht er ein bisschen näher dran, sagen, so jetzt okay, du bist drauf und dann ist die Kamera 1 drauf. Und ich sehe das am Telelämpchen, dass sie jetzt im Bild ist, das heißt mit anderen Worten da keine ruckartigen Bewegungen machen, kein neues Bild suchen, sondern die Sache draufnehmen, zum Beispiel ein bisschen näher ranzoomen.